eine Idee. Schick den Siggi da. Oh mein Gott, mach ich. Mit einem wunderschönen Hintern. Jetzt schaut genau hin. Was für ein brutales Foul. Und der Freistoß wird jetzt von unserem selbsternannten Freistoß-Spezialisten ausgeführt. Jan. Und er schlänzt. Jo! Wir haben nach über 9 Monaten unser allererstes Spiel. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber ein Spiel ist ein Spiel und wir nehmen jedes Spiel ernst. In 2 Wochen geht die Saison dann richtig los. Und wenn ihr genauso Bock habt wie wir, dann lasst jetzt mal bitte ein Like da. Knacken wir 30.000 Likes? Inshallah, wir knacken die. Dann komm, wissen wir auch, dass ihr Bock auf die Saison habt. Abfahrt! Erstmal anfangen, heute unser Spiel zu machen, die Abläufe, die wir trainiert haben, hinzubekommen. Ja, ich glaube, jeder wusste schon, wie die Ausstellung aussehen könnte. Marius, Fabi hinten. Und das ist unsere heutige Aufstellung für das Spiel. Wir spielen 4-2-3-1. Loco und Holzi zusammen auf der 6. Spidey auf dem linken Flügel. Es reicht auch, bei einer Ecke jemanden zu stören. Es geht eigentlich nur darum, zu verhindern, dass jemand total frei und kontrolliert den Kopfball aufs Tor bringt. Es reicht schon, gerade in der Liga reicht es schon, jemanden zu stören dabei. Dazu noch eine Sache, ich werde das auch mal ein bisschen deutlicher kommunizieren. Das ist nichts gegen euch persönlich oder so. Also das ist auch nicht als Dialog gedacht oder so. Ihr sollt mir dann nicht darauf antworten und wir machen dann Doppelpass runter auf dem Spiel. Und einer von außen bringt noch ein Weizenbier dazu. Und da kommt der FC Brotatoes aufs Feld marschiert, heute in den schönen weißen Trikots. Das Stadion ist außer Rand und Band und komplett ausverkauft heute. Wir spielen heute gegen Italia-Helden, also könnte man eigentlich sagen, wir spielen gegen den amtierenden Europameister. Wir springen direkt rein in die erste Szene, abgewürft, dann Einwurf auf mich und ich verliere natürlich direkt den Ball. Aber Abke hat den Rückraum abgesichert und Loco spielt einen genialen Ball zum Würstchenstand. Nächster Einwurf für Italia Hilden, Spaghetti Mafia. Oh, der kommt gefährlich. Die 10 nimmt den Ball da gut mit. Schlägt den Ball jetzt lang auf die andere Seite rüber. Da sehen wir leider nicht so viel. Was ist mit dem Kameramann los? Aber Spidey setzt da gut nach, holt sich den Ball und haut da direkt den Gegenspieler. Szene läuft aber weiter. Vorteil für Bella Italia. Der Ball kommt in die Tiefe. Wir kriegen da keinen Zugriff. FBI Open the Door. Und da kommt der Ball in die Mitte. Und Marius fängt ihn souverän ab. Das ist kein Problem für den Titanen. Und jetzt seht ihr, warum Boris die Bestie ist. Da wird direkt in den Mann reingegangen. Und ist der Finger oben, wird man dich loben. Holzi spielt jetzt im Mittelfeld hier den Ball auf Boris. Der spielt ihn direkt wieder zurück zu Holzi. Der spielt ihn zu seinem Sechserkollegen Loco. Der macht das Spiel schnell auf Can. Der dreht sich da wunderschön. Hat eine Idee. Schickt den Siggi da. Oh und der macht ihn. Mit einem wunderschönen Hintern. So, 1-0. Das erste Tor nach 9 Monaten. Musti hat den Ball, schlägt jetzt einen weiten Ball raus und da ist Boris, der nimmt den Ball direkt mit dem Hals an, der verspringt ein bisschen. Und was ist das? Ist das ein Trick oder ein Verstolperer? Spielt den Ball jetzt raus auf Siggi, Siggi nimmt nochmal in der Mitte Loco mit und der kommt leider nicht so ganz an. Der Europameister jetzt wieder im Ballbesitz, Angriff über die rechte Seite, der Spieler geht da durch alle von uns durch. Nicht umsonst sind es auch die Europameister. Holz, sie will den Ball direkt ins eigene Tor köpfen. Aber der Ball kommt zur Nummer 15. Der sucht den Abschluss und Abke kann den Ball abblocken. Bella Italia jetzt wieder im Angriff. Über die Mitte, aber nicht mit Boris der Bestie. Da wirst du direkt in die Unterwelt gezogen. Aus dem daraus resultierenden Freischuss entsteht eine ganz heikle Szene. Die Nummer 10 da an der Strafraumgrenze zieht mit links ab und der Ball ist drin. Was? Wofür haben wir eigentlich Marius geholt, wenn er die Dinger nicht hält? Der Ball springt jetzt zu Süle. Der spielt den Ball auf Abke und Abke macht da auf Außen einen guten Job, setzt sich da durch und schießt jetzt einfach mal. Aber der Ball wird abgefangen von Can. War das ein Pass oder ein Torschuss? Schreibt's in die Kommentare. Spaghetti Mafia Schifram Italia jetzt wieder im Angriff. Da kommt die Flanke. Der Ball segelt glücklicherweise durch den 16er, sodass Boris ihn nehmen kann. Geht dann dem Gegenspieler vorbei, macht die Meter. Weltklasse, der Typ. Spielt den Ball jetzt auf Holzi. Der macht auch die Meter. Man nennt ihn nicht umsonst den weißen N'Golo Kanté. Und spielt da einen Ball wie aus dem Lehrbuch. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Das schauen wir uns nochmal ganz genau an. Ich plädiere auf gleiche Höhe, hey.
Jetzt schaut euch mal diesen wunderschönen Kombinationsfußball hier an. Da braucht man gar nichts sagen. Super schön. Aber John hat dann den Ball versucht mit dem Schuss, aber trifft nur den Arsch von dem Spieler. Und ich gehe danach zum Ball und fühle den inneren Neymar in mir. Was, Bruder? Hat leider keinen Freistoß bekommen. Und wir kassieren dann fast noch einen Konter. Aber Boris, Usain Bolt. Usain Boris kommt nicht hinterher. Der Spieler ist durch. Und zum Glück ist Süle noch da und kann ihn abholen. Ecke für Italia, Hilden, aber Abge hat den Ball abgeblockt. Sigi setzt nach zum Konter, will da den Ball erobern, ist fast da, aber wird dann hops genommen. Musti aus Mordor hat das natürlich auch mitbekommen, dass der Sigi da nass gemacht worden ist. Das muss er direkt Bella Italia zurückgeben. Hat er schön gemacht hier. Was passiert denn jetzt überhaupt? Das hätte ich mir vorher angucken müssen. In der Szene wissen wir ganz genau, was passiert. Abge erobert den Ball, spielt ihn schnell auf Can. Der macht die Meter und sieht jetzt rechts. Boris startet, der schickt ihn. Boris nimmt den Ball super mit, hat ihn aber jetzt auf den linken schwachen Fuß. Und der Torwart kann ihn halten. Schade Schokolade. So, Bella Italia jetzt wieder im Ballbesitz. Versuchen das Spiel hinten aufzubauen. Aber der Verteidiger kann den Ball nicht richtig annehmen. Und Can stibitzt sich den Ball da direkt. Und das ist wieder schöner Kombinationsfußball von der Turu 3. Abge wird da auch nochmal mitgenommen. Wie die ein oder andere Dame aus der Altstadt. Can spielt den Ball jetzt raus auf die Lokomotive. Aber warte mal, ist das überhaupt Loco? Oder ist das doch Messi? Der geht ja jetzt durch alle durch. Was ist das denn? Spielt den Ball raus auf Boris. Aber Boris nimmt den Ball gar nicht an. Was ist das? Der Europameister, jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Wir können da nur hinterherlaufen, aber da kommt Spidey. Natürlich wieder mit einer gottesfürchtigen Rätsche und klärt den Ball ab. Geil, Mann. Aus dieser Ecke wird ja wohl nichts Gefährliches passieren. Der Ball springt zur Nummer 9 und der Ball ist drin. Es reicht auch bei einer Ecke, jemanden zu stören. Wofür haben wir eigentlich hier einen neuen Torwart geholt, ey? Jeder Ball ist drin, was ist denn das? Also liegen wir wieder 2-1 hinten und Bella Italia hat immer noch nicht genug. Die Nummer 7 jetzt am Ball, zieht da nach innen. Der Ball kommt in die Mitte. Aber Spidey kommt da jetzt mit der Grätsche an und kann den Ball irgendwie erobern. Spielt den Ball raus auf Loco und der schießt direkt mal den Schiri an. Die Nummer 9 von Italia Hilden tankt sich da durch unser Mittelfeld durch. Aber bei Süle ist Endstation. Nächster Halt, Endstation Süle. Bella Italia versucht das Spiel jetzt wieder aufzubauen, aber Sigi stört da von hinten. Loco ist jetzt am Ball, spielt den Ball auf mich. Ich lasse den Ball direkt wieder klatschen, aber Loco denkt sich so, Marius kann doch nochmal eine Chance gebrauchen, auch mal einen Ball zu halten. Spielt da den Ball schön auf den Gegner und da resultieren wirklich die Chancen drauf. Hat er den? Den hat er sogar. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Hier bin ich am Rennen. Und wir springen direkt in die zweite Halbzeit. Ein Rückstand von 2-1 müssen wir jetzt aufholen. Deswegen denken wir, gehen wir direkt mal Vollgas und verlieren direkt den Ball mit der ersten Aktion. Ganz stark. Kassieren wir jetzt das 3-1? Oder was passiert? Nein, Abge ist da, stört den Gegner, der dann hinfällt. Hier kläre ich den Ball mit der Hacke. Ach ja, und hier habe ich einen umgetreten. Sorry, Mann. Grüße gehen raus. Italia Hilden jetzt mit einem Freischuss, den kann Holzi super klären. Geiler erster Kontakt, aber danach leider nicht so geiler Ball, der aber dann trotzdem irgendwie noch zu Can springt. Der kleine Kampfterrier erkämpft sich den Ball, schickt jetzt Holzi nochmal die Linie lang und der holt den Einwurf raus. Jetzt hier einen wunderschönen Einwurf von mir. Can überlegt ein bisschen, wo spielt er den Ball hin? Auf Boris. Boris versucht sich durchzutanken, das schafft er auch. Spielt den Ball raus auf Abge und da ist Spidey, der hat doch super viel Platz. Aber der Ball kommt leider nur in den Rücken von Spidey. Er versucht ihn nochmal scharf zu machen auf Sigi, aber der gönnt dem Verteidiger den Ball. Einwurf für den Gegner, weiter Einwurf in den 16er. Niemand kann den Ball richtig klären. Irgendwie springt der Ball da zu mir. Ich pflück ihn runter wie ein Apfel vom Baum. Zieh da auf die Außenbahn und spiel da einen langen Ball mit links, der seinen Weg zu Sigi findet. Der muss doch jetzt nur noch die Linie runterpacen, aber wird da von den Beinen geholt. Aua, das hat wehgetan bestimmt. Der Italiener jetzt mit einem langen Ball in die Tiefe. Und da ist man auch einfach mal direkt durch und hat ganz Turo ausgespielt. Aber zum Glück ist Meli jetzt im Tor für die zweite Halbzeit, ne? So hält man Bälle, Marius. Can stolpert jetzt hier über seinen Schnürsenkel, aber holt den Freistoß raus in einer guten Position. Und der Freistoß wird jetzt von unserem selbsternannten Freistoß-Spezialisten ausgeführt. Can, und er schlänzt ihn rein. Das Ding ist drin. Wir gleichen aus zum 2-2. Geil, Can. Jetzt jubeln wir direkt mal hier. Und springen ihn an. Ja, bums, den Trainer. Voila, wir denken, wir haben Champions League gewonnen.
In der 55. Minute können wir ausgleichen. Jetzt ist das Spiel wieder offen. 2:2. Süle schlägt den Ball einfach mal lang auf Sigi. Wir wissen alle, Sigi kann sich durchsetzen. Niemand kann Sigi den Ball abnehmen. Er macht da den Gegner nass. Zieht auf der Außenbahn vorbei. Bringt jetzt die Flanke rein. Ich bin leider zu klein gewachsen für den Ball und komme da nicht dran. Und jetzt ist der Gegner wieder im Ballbesitz. Zum Glück rückt Spidey da auf, setzt die Grätsche und erobert den Ball. Daraufhin gab es Einwurf für Italia. Sie versuchen hier den Ball die Linie runterzuspielen, aber ich bin da, Bruder. 7K, ich bin da. Sigi geht runter, erobert den Ball. Aber Schiri läuft. Süle jetzt am Ball in der Vorwärtsbewegung. Und jetzt schaut genau hin. Was für ein brutales Foul. Der hätte tot sein können, der arme Junge. Wir können froh sein, dass Süle nach so einem Horror-Tackle weiterspielen konnte. Wir springen direkt in die nächste Szene rein. Boris erobert hier den Ball im Mittelfeld und spielt den Ball raus auf Timo, der mit einem guten ersten Touch, ach ja, Uwe steht auf seinem Trikot, und spielt den Ball jetzt in die Mitte auf Can. Can überlegt ein bisschen, spielt den Ball raus auf Sigi und da ist ein bisschen Platz, gefährlicher Schuss. Fehlanzeige. Unser Torwart Marius wollte sich jetzt noch als Feldspieler einwechseln lassen, um die 2 Gegentore wieder gut machen zu können. Nummer 20 hatte das Spiel auch gegen den DSC gesehen und wusste, dass unser Torhüter für weite Bälle anfällig ist. Aber den hat er irgendwie. Sehr gut. Weiter geht's. Kopfball, Kopfball, langer Ball. Der springt irgendwie zu Abke, der kann ihn da abgriefen. Holzi am Ball. Ach ja, das bin ja ich. Spiel den Ball jetzt auf Ray. Zurück zu Abke. Und Abke spielt den Ball jetzt scharf rein. Der Ball springt zu Spidey und der spielt einen übermenschlichen Pass auf Cedric und der netzt das Ding ein. Unglaublich, wir gehen mit 3:2 in Führung. Nicht mal Özil hätte den so gespielt. Nach der ganzen Arbeit habe ich jetzt auch mal Feierabend. Übergebe Holzi die Kapitänsbinde. Klatsch Diego ab, der einfach zu früh aufs Feld gekommen ist. Und ja, legt mich schon einfach mal zum Rasen, ne? Schlaf gut. Die letzten paar Minuten brechen an. Ray pflückt den Ball da runter, spielt den Ball auf Sigi. Und da zeigt auf einmal Marius den Laufweg an. Ja, holt sich den Ball auch hinunter. Geht in den ersten Spieler, macht ihn nass. Der zweite Spieler kommt, geht auch an ihm vorbei. Jetzt noch das Törchen holen, komm schon, Junge. Aber er will auf den Panner gehen, denn der Panner ist wichtiger als das Tor. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Da kommt nochmal ein gefährlicher Ball in die Tiefe. Yannick kann ihn nicht ganz klären. Der Spieler ist frei vom Tor, aber Abke ist zur Stelle mit seiner Kelle. Die letzte Aktion jetzt. Der Einwurf wird ausgeführt, kommt hoch in den 16er hinein. Muss sie versucht, den Ball zu klären. Aber der Gegner ist wieder am Ball. Loco wirft sich direkt rein. Der Gegner ist aber vorbei. Der Ball kommt nochmal zum Gegner. Sie nehmen nochmal Anlauf, versuchen den Ball zu bringen. Lassen Loco aussteigen. Schuss und... mein Arsch kann irgendwie retten. Oder mein Bein, ich weiß es nicht genau. Der Ball topft nochmal zum Gegner. Aber Yannick klärt ihn und... das ist es, das Spiel ist aus. Wir schlagen den Europameister mit 3:2. Direkt mit Soundeffekt. Jubel! Der erste Sieg, Leute, dieses Jahr wird abgerissen. Lass ein Like da und ein Abo auf Spidey's Nacken! Lass ein Abo da und ein Like da. Sonst werden die verlieren. Sofort!